Okay, hi everybody. Okay, hallo alle zusammen. Wir sind hier, um euch mehr über Tor zu erzählen und was im letzten Jahr mit Tor passiert ist. In diesem Jahr wollen wir anfangen mit Laura ein bisschen Kontext von Citizen 4 geben und was Laura da herausgefunden hat und was Laura insbesondere für Journalisten Wichtiges herausgefunden hat. Laura Poitras, die Regisseurin von Citizen 4. Roger und Jake haben mich gebeten, ein paar Worte an euch zu wenden und was es für uns als investigative Journalisten bedeutet und was ich damit getan habe. Und natürlich geht es hier um die Entwicklung der Veröffentlichung von Edward Snowden und die ersten Schritte, die wir gemeinsam getan haben. Und ich kann gleich sagen, es wäre nicht möglich gewesen, ohne die beiden, die hier stehen, und alle anderen, die dem Tor-Network helfen. Also vielen Dank an alle, die tatkräftig uns unterstützt haben. Und euch wäre es nicht möglich gewesen. Wenn ich mit Snowden kommuniziert habe, bevor ich ihn in Hongkong getroffen habe, haben wir immer über Tor gesprochen. Und er denkt, dass es etwas ist, was absolut überlebensnotwendig ist für Privatsphäre im Online-Bereich, um gegen Überwachung anzugehen. Und das ist das einzige Tool, das funktioniert laut Snowden. Was passiert, wenn Journalisten es nicht benutzen? Es gibt ganz viele Details, aber es gibt natürlich einen sehr bekannter investigativer Journalist, der an einer Geschichte gearbeitet hat und er hatte eine Quelle in der Sicherheitsszene, in der Agentenszene und er hat nicht Tor benutzt und er hat dann einfach irgendwann mal einen Telefonanruf erhalten. Und dann hat ihm jemand am Telefon gesagt, verdammt Mann, was hast du gemacht? Was hast du hier herumgeschnüffelt? Und also kann ich da ganz praktisch sagen, ohne Tor können wir nicht unsere Arbeit machen, die wir machen wollen. Vielen Dank für die Hilfe, Laura Poitras. Also um jetzt darauf einzugehen, was Laura gerade gesagt hat. Wir denken, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur über die technischen Aspekte reden, sondern halt auch nur die politischen Aspekte reden, sondern dass wir auch die kulturellen Punkte ansprechen. Das ist ein Bild aus dem Museum Reina Sofia in Madrid in Spanien. Das bin ich, Jacob, auf dem Bild. Das ist ein Tor-Relay, das sind zwei Tor-Relays, die auf dem Open Hardware Device Novena laufen und es läuft als Mittel-Relay. Mit einem Configuration-Change kann man es auch zu einem Exit-Relay umbauen. Und das Museum Reina Sofia hostet also dieses Tor-Relay. Wir leben natürlich alle im Kapitalismus. Also hier ist der Fall, wenn die Polizei also diesen Relay beschlagnahmen will, müssen sie auch jedes andere Kunstwerk aus diesem bekannten Museum Reina Sofia beschlagnahmen. Teil, warum wir das Ganze hier machen, oder zum Beispiel dieses Kunstwerk, Aaron Gibson, Leif Rigge werden hier aufgerufen, denn wir denken, Kultur ist sehr wichtig, ist wichtig für diese Zeit, nicht nur als, denn nur in der Kultur gibt es Überwachung nicht nur als abstrakte Idee, sondern als Ausdruck einer Kultur, in der wir alle leben wollen, ohne Überwachung. Deshalb haben wir vor kurzer Zeit auch über soziale Normen uns ein paar Gedanken gemacht. Es gibt zum Beispiel den Fall, dass es eine Person oder viele Personen in der unserer Community gibt, die attackiert wurden oder belästigt wurden. Und wir sagen, das ist scheiße. Wir wollen einfach Anonymität ohne irgendwelche Fragen, ohne irgendwelche Probleme haben. Das ist wirklich die Idee, die wir dahinter haben, einfach exzellent, gut miteinander umzugehen. Das ist vielleicht ein bisschen amerikanisch zentriert. Hier oben ist das erste Amendment, die erste Verfassungszusatz. Und wir sagen einfach, verpisst euch aus unserer Community. Und bitte, seht ihr, ich nutze das Wort Fuck, um das zu sagen. Wir alle machen Fehler. Wir wollen sicher gehen, dass wir einen Platz finden können, wo wir miteinander übereinander kommen können, um zusammen miteinander zu reden. Und es ist wichtig zu erkennen, dass es Menschen gibt, deren echte Leben, die
bei Online-Problemen belästigt werden, die bei, über diese Online-Situation, die nicht geschützte Online-Situation angegriffen werden. Und wir wollen einen Shoutout geben an den Leuten. Wir unterstützen euch 100%. Das war eigentlich aus, es ist noch nicht mehr. Also einer unserer Entwickler im Kern von Tor, Andrew, wurde verfolgt auf Twitter und woanders an Andrea und mehr als irgendjemandem passieren sollte. Und es gibt also einige Punkte, die wir hier ranbringen sollten. Eines ist, sie ist eine Frau und Frauen online wurden belästigt, seit es online gab, grundsätzlich auch andere Minderheiten, mehr oder weniger alle. Insbesondere in kürzerer Zeit werden die Dinge schlechter. Und das andere, der andere wichtige Punkt, den man erkennen sollte, sie ist nicht einfach nur, wird nicht nur angegriffen, weil sie einfach da ist, sondern sie wird angegriffen, weil sie versuchen, das Tor-Projekt anzugreifen und alle anderen Leute bei Tor. Also ja, sie ist vielleicht im Fokus dieser Angriffe, aber wir, der Rest der Tor-Community, die Rest der Sicherheits-Community, müssen aufstehen und diesen entgegentreten und interagieren und über diese Dinge sprechen. Wir können es nicht einfach ihr überlassen, sich zu verteidigen. Und wir wollen einen bestimmten Standard setzen. Es gibt viele Journalisten, die viele Fragen haben. Und wir denken wirklich, dass es viele legitime Fragen gibt, die man fragen sollte. Es ist zum Beispiel scheiße, dass wir Geld des Verteidigungsministeriums manchmal genommen haben. Es ist außerdem gut, dass Leute die Möglichkeit haben, sich zu ernähren, eine Heimat, ein Haus zu haben, eine Familie. Ich habe nichts davon, außer ich kann mich ernähren, aber kein Haus, keine Familie. Also einige der Familienmenschen in Tor haben das, aber sie müssen bezahlt werden. Das ist das führt zu Fragen. Ich persönlich würde niemals CIA-Geld annehmen und ich denke, dass niemand das sollte und ich denke, die CIA sollte auch gar nicht existieren. Aber wir haben Vielfalt. Wir haben eine Vielfalt von Geldern, denn wir haben viele Nutzer. Und das führt zu Fragen. Und diese Fragen sollten gestellt werden. Denn Roger und der Rest der Community denkt das auch. Aber es ist wichtig, dass wir jetzt eine bestimmte Person herausgreifen. Und insbesondere Andrea, wieder, sie verdient nicht diese ganze Hitze der Angriffe, die auf das Tor-Profit als Non-Profit-Projekt gehen mit ihren Einnahmen. Sie ist ganz entscheidend für Tor. Wenn es nicht an ihr wäre, dann würde ein wesentlicher Teil von Tor nicht existieren. Es wäre nicht so fehlerfrei sein, wie es ist, und es würde nicht ständig besser werden. Wir wollen also Leute, dass Leute diesen Alias hier kontaktieren, wenn Leute uns ansprechen wollen, ein Forum haben. Da kann das Foto als Ganzes wirklich antworten und wirklich mit der Presse in Kontakt treten auf eine Weise, die wir handhaben können. Denn jetzt kriegen wir etwa 5 Anfragen der Presse pro Tag. Und das ist wirklich sehr viel. Und es ist auch der Fall, dass 4 dieser Anfragen sehr gut ausgedrückt sind, sehr vernünftige Fragen sind. Eine davon ist, warum betreiben Juden Tor? Ja, wir antworten die alle und wir sollten die auch wirklich tun und wir sollten erkennen, dass einige dieser Leute vielleicht Angreifer machen. Das würde mich zum Beispiel triggern und ich würde vielleicht irgendwas Aggressives zurücksagen. Also wir können nicht selbst, wir müssen also freundlich sein, auch zu den Leuten, die vielleicht unvernünftig sind. Als Tor müssen wir also zur Rechenschaft gezogen werden können. Wir müssen diese Fragen gestellt bekommen und beantworten. Das ist also die Adresse, um anzusprechen. Bitte nicht Andrea online auf Twitter angreifen, nicht individuelle Entwickler ansprechen oder verrückte Sachen auf der Mailingliste posten. Wartet, bis wir mit euch geredet haben und dann schreibt vielleicht auf die Mailingliste und hoffentlich können wir diese Fragen wirklich in gutem Geiste beantworten. Es gibt keinen Grund, über Verschwörungstheorien zu reden. Wir können einfach über die Businesspläne reden. Und was diesen Punkt angeht, ich möchte klarstellen, seid bitte keine Arschlöcher zu Leuten in der Community, aber dies ist nicht verhandelbar. Wir sagen nicht, dass wir wollen nicht sagen, weil wir nicht angegriffen werden wollen, dass wir keine Hintertüren einbauen würden. Eher findet ihr eine Kugel in meinem Hinterkopf und vielleicht auch in der von Roger, in dem von Roger. Wir werden also ein wenig reden über die verschiedenen Dinge, die wir im letzten Jahr getan haben, um euch eine Einführung zu geben in Tor. Tor ist ein Anonymitätssystem. Ihr habt Alice, die Benutzerin dort. Sie baut einen Pfad auf über 3 verschiedene Vermittlungsknoten durch das ganze Netz.
Netz und durch das Tournetz. Und die Idee ist, dass jemand, der lokal ist, nicht herausfinden kann, wo das Ziel der Kommunikation ist. Und jemand, der das Ziel beobachtet, kann die Quelle der Kommunikation nicht beobachten. Und wir haben ziemlich viele Vermittlungsknoten hier. Diese rote Linie ist der Graph der Anzahl von Relays, Vermittlungsknoten, die wir haben. Für diejenigen, die sich an Heartbleed erinnern, der große Abfall hier, da entfernten wir einige Vermittlungsknoten, die unsichere Verschlüsselung hatten. Das ist aber nicht der interessante Graph. Der interessante Graph ist die Kapazität über das letzte Jahr. Und wir haben von etwas über 6 Gigabyte pro Sekunde zu mehr als 12 Gigabyte pro Sekunde uns entwickelt. Und solange wir diesen Unterschied zwischen diesen beiden Linien groß genug machen können, ist Tor gut. Aber wir verlassen uns auf alle von euch, Vermittlungsknoten zu betreiben, Relays zu betreiben, sodass wir also all die Benutzerinnen und Benutzer behandeln können, die Tor brauchen. Okay, anderes Thema. Festgelegte deterministische Software-Builds. Wir haben darüber geredet, ihr solltet das vielleicht auch anschauen, die sehr kurze Version ist. Wir haben einen Weg, Tor, den Tor-Browser zu bauen, sodass jeder ihn nachbauen kann und dasselbe Binary produzieren kann, dieselbe ausführbare Datei, falls ihr keine Probleme auf eurer Bildmaschine habt. Und könnt also überprüfen, dass das Programm, das wir euch geben, wirklich auf diesem Quellcode beruht, von dem wir sagen, dass es auf ihm beruht. Und das ist natürlich wichtig, denn wir wirklich wollen nicht im Fokus stehen, wenn jemand jetzt uns hinterhergeht und sagt, ihr habt eine Hintertürversion produziert. Das ist sehr wichtig, denn wir haben eine Menge Druck, der wir ausgesetzt sind von vielen Gruppen. Und wir wollen niemals nachgeben. Und hier, glaube ich, ist der Grund, warum wir niemals nachgeben werden. Freie Software, offene Spezifikationen, nachvollziehbare Builds mit kryptografischen Unterschriften gesichert. Das hält uns nicht nur ehrlich gegenüber den Engeln oder ich glaube nicht an Engeln. Also es hält uns ehrlich und es hält andere Leute auch in Schach, die versuchen, etwas Schädliches zu tun. Denn wenn etwas passiert, dann wird es möglich sein, das sofort herauszufinden. Mike Perry zum Beispiel ist unglaublich. Er hasst wahrscheinlich, dass ich seinen Namen nenne. Tut mir leid, Mike. Bist du hier? Bastard. Aber Mike Perry ist eine Maschine. Er hat ein Herz, aber er ist eine Maschine. Er ist unglaublich. Er arbeitet nonstop an dieser Geschichte und er bricht wirklich Bahnen für Firefox und er denkt über diese harten Probleme nach. Und verstehen, wenn er einfach diesen Browser als sich alleine bauen würde in einer nicht nachvollziehbaren Weise, dann wäre wirklich ein ernsthaftes Problem entstanden, weil wir diese Software verteilen. Und naja, also es gibt einen Grund, warum die NSA Mike Perry ein wertvolles Ziel oder ein würdiges Ziel nennt. Er ist einfach großartig. Gebt einen Applaus für Mike Perry. Nicht nur das, seine Arbeit zusammen mit Bitcoin Work, die Debian und Fedora, die wirklich hat wirklich dazu geholfen, reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen. Also das ist größer als das, was wir nun machen. Und über Citizen 4, eine der Sachen, die gerade passiert sind, dass wirklich nette, respektable Personen wie bei Mozilla, die gesagt haben, wir sollten zusammenarbeiten, das ist wirklich toll. Wir haben ihre Arbeit seit einer sehr, sehr langen Zeit respektiert. Also wir tun uns jetzt mit Mozilla zusammen und Mozilla wird Tor Relays werden. Und wir hoffen auch, dass sie Exit Relays betreiben werden. Das ist wirklich groß, denn Mozilla ist an der vordersten Front, dass, wenn es darum geht, dass normale Leute ganz gewöhnliche Privatsphäre haben wollen und nutzen wollen. Und Sachen wie der Tor-Browser oder Sachen, mit denen wir experimentieren können. Und wir versuchen wirklich Privacy per Voreinstellung, Privacy by Design bereitzustellen. Deswegen sind wir diese Partnerschaft mit Mozilla eingegangen und wir sind ein bisschen vorsichtig, aber wir sind recht optimistisch, dass das funktionieren wird und Privacy by Design, dass wir diese Privacy Design Software wirklich jedem Menschen mit Internetanschluss auf der Welt zur Verfügung stellen können. Also, wir haben auch ein paar weitere Sachen, die wir euch gerne hier mitteilen wollten, die ein bisschen technisch sind, aber wir wollen es trotzdem verständlich halten. Es ist nutzvoll, über technische Details zu reden. Einige haben allerdings vielleicht noch nie von der Tor-Community gehört haben. Wir wollen auch diese Leute, die sich das Video vielleicht später angucken, mit ins Boot holen, dass sie es verstehen können, worum es hier geht.
Und wir wollen genug Infos geben, dass ihr euch später damit beschäftigen könnt, aber auch, dass man es einfach so verstehen kann. Wie Tor im Moment funktioniert, ist, dass wir uns über eine SSL-Verbindung verbinden. TLS ist das Protokoll. Es gibt eine Client-Library, eine Server-Library und das sieht aus wie eine SSL-Connection-Verbindung. Aber einige, wir wissen, dass einige auf der Welt natürlich SSL-TLS-Daten speichern, um die später zu knacken. Das ist ein Problem. Wir denken, dass es einfach nur Zensur ist, die zählt. Allerdings gibt es natürlich auch weitere Probleme, denn wir die Identifizierung von Traffic Flows, von dem Verkehr von Adressaten und Adressenten ist natürlich auch sehr wichtig. Und es sieht einfach nicht so aus, wenn man wie eine Bankverbindung, sondern DNS und TLS. Es sieht also einfach anders aus. Wir haben jede Menge verschiedene Lösungen. Und es ist natürlich anders, sieht anders aus, wenn ihr euch zu Google über Tor verbindet, als wenn ihr es einfach so machen würdet. So, es ist toll, wie ihr euch alle hinter eurer Anonymität versteckt. Er hat es mir gezeigt. David Pfeiffer hat es auch unabhängig entschieden. Die Go-Agent-Leute haben das auch gefunden. Man kann Google mit einer SSL-Verbindung sich dazu verbinden. Und Google kommt und es wird auch verifiziert. Und es ist natürlich auch von Adam Langley persönlich zertifiziert. Aber es sind vielleicht auch nur die Google CAs, die das Ganze bestätigen. Und dann gibt man dem ganzen einen anderen HTTP-Host-Header und sagt man, ich möchte eigentlich mich mit AppSpot oder TorBridge sprechen und innerhalb der TLS-Verbindung, die genauso aussieht wie zu Google, eine der bekanntesten Webseiten natürlich, kann man also quasi innerhalb dieser Verbindung eine verschlüsselte Verbindung aufbauen und von da aus zum Tor-Netzwerk aufbauen. Und Cloudflare und Google machen das. Die haben allerdings keine Recaptures. Vielen Dank. Ja, ein bisschen Applaus für die Leute. Wir sollten mal vor seinem Büro stehen und versuchen, bei ihm reinzukommen. Recaptures zu verwenden. Wir hoffen, dass wir die Cloudflare-Capture-Geschichte mal lösen können. Es funktioniert natürlich auch mit anderen Computerclustern und anderen CDNs. Das ist wirklich sehr toll, denn wir können durch die CDNs direkt zum Tor-Netzwerk sich verbinden. Das ist wirklich ein großartiger Gewinn für uns. Und das Ganze per Default, also per Voreinstellung zu legen. Wir haben was anderes jetzt hier. Eine der tollen Sachen über Neek, weil es auf all den verschiedenen Quellen und Providern läuft, sind ganz, ganz viele auch erreichbar von Plätzen wie China, wo andere Verbindungen nicht so direkt funktionieren. Und da gibt es also jede Menge glücklicher Benutzer. Hier gibt es mal eine Grafik eines früheren Protesten. Pluggable Transport. Pluggable Transport aus China. Und die blaue Linie, die zeigt an, wie viel Benutzung wir gesehen haben von Opus 3. Ich kann das von jetzt nicht. Ops 3. Und wenn wir den neuen Browser-Release veröffentlicht haben, da gab es auch eine einfache Möglichkeit, das Ganze zu nutzen. Also wirklich eine der wirklich sehr wichtigen Neuigkeiten, die wir rausgebracht haben, war, anstatt zu erklären, wie das Ganze funktioniert, das Ganze ganz einfach zu machen und Teil des Tor-Browsers zu machen. Und My Tor isn't working, das klickt man einfach an. Und gibt es eine andere Möglichkeit, sich zu verbinden und schon funktioniert das. Und wir haben über 10.000 Leute zurzeit, die das Ganze glücklich nutzen. Opus 3. Unter anderem in China und in Iran. Etwas anderes gibt es noch, was wir gemacht haben. Was wirklich gut ist, wir haben versucht, die Robustheit des der Infrastruktur sicherzustellen und wir haben jede Menge Testing durchgeführt und vor allem halt auch für den Quellcode von Tor. Einige haben sehr, sehr hart daran gearbeitet, das etwas Verlässliches zu machen, den Tor-Code einfach zu harden. Für die Leute, die darauf vertrauen, können ein gutes Gefühl haben, denn wir haben wirklich im Hintergrund jede Menge Arbeit da reingesteckt und das wird wichtig sein für die Kämpfe, die auf uns zukommen in nächster Zukunft. Okay.
So this fine gentleman who was dieser nette Mann hier hat beim italienischen Fernsehen gearbeitet. Nee, Telekom, Entschuldigung. Er benutzt Tor. Telefon. Ein Projekt, das wir gesehen haben, das wir vor einigen Jahren gestartet haben mit Jake zusammen, steht im Zusammenhang mit dem Tor-Project oder auch mit den Zielen, die das Tor-Project hat, und Privatsphäre zu verbessern und einfach ein besseres Verständnis zu haben, was hier abläuft und wie persönliche Leben von Menschen dadurch beeinflusst werden. Und das Projekt hat den Namen UNI, Open Observatory of Network Interference. Und was ist das? Also es ist nicht nur ein Stück von Software, sondern es ist vor allem erstmal eine Liste, eine Art Manifest von verschiedenen Vorsätzen, wie es am besten wäre, wie man netzwerkbasierte Messungen durchführen kann. Und es geht darum, Irregularitäten in Netzwerken aufzuspüren. Und das könnte eventuell ein Hinweis dafür sein, dass Überwachung stattfindet bei dieser Verbindung oder auf dem Netzwerk, durch das ihr euch verbindet. Wir versuchen, eine Methodologie zu verwenden, die peer-reviewed ist. Wir haben auch ein Paper dazu veröffentlicht. Es benutzt freie Software. Und alle Daten, die wir sammeln, werden natürlich der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, so dass ihr also eure eigenen Rückschlüsse daraus ziehen könnt. Also wir glauben, dass das sehr hilfreich sein wird, dass es zum Beispiel für Journalisten sehr wichtig oder Aktivisten sehr hilfreich sein wird oder auch einfach ganz normale Bürger, die sich dafür interessieren, dass sie ein besseres Verständnis haben, das einfach auf Fakten basiert, anstatt nur auf Anekdoten basiert, was die Realität von Internetzensur tatsächlich ist. Und historische Daten ist besonders interessant, denn es gibt uns ein Verständnis, wie diese Zensur und wie der Zensurapparat sich verändert über einen Verlauf von Zeit. Wir möchten euch also alle einladen, UNI zu runnen auf euren System. Es gibt also ein Debian-based System. Ihr solltet euch vielleicht ein bisschen angucken, was da drin ist, aber es ist einfach zu installieren. Und es würde uns wirklich sehr helfen. Aber wenn ihr UniProbe eingestellt und installiert habt für euer Land, wenn ihr es anstatt für euer Land ein echtes Hardware-Gerät haben wollt, wir haben eine geringe Anzahl von denen, aber wenn ihr von einem interessanten Land seid und UniProbe besonders interessant für euch ist, da gibt es eins mit einem Bildschirm, was ihr euch einfach an euer Netzwerk verbinden könnt und ihr könnt damit dann diesen Test einfach von eurem Heimnetzwerk durchführen. Kommt einfach später vorbei in den Noisy Square, redet mit mir um 6 Uhr nachmittags und dann könnt ihr mehr darüber lernen. Und nur, um das hier nur zu beenden, also UNI ist ein Menschenrechtsbeobachtungsprojekt. Aaron Gibson wird auch nicht aufstehen, denke ich, aber er ist dabei. Es ist großartig, denn wir kamen aus einer Welt, in der es keine Messungen gab, es gab geheime Tools, Leute verhielten sich wie Geheimagenten, gingen in Länder, um Messungen durchzuführen, es gab nicht wirklich ein Verständnis der Risiken, die damit zusammenhängen, wie die Tests funktionieren, wie nicht technische Leute vernünftige Erklärungen bekommen können. Jetzt haben wir aber offene Messwerkzeuge, offene Datenstandards und wir haben wirklich einen Rahmen für zu beobachten, was ein Menschenrecht ist und die Daten zu teilen und diese Daten zu diskutieren, was sie bedeuten. Und wir haben jetzt also Standards dafür und hoffentlich gibt es deswegen ein informiertes Einverständnis, wenn es um die Risiken geht, zum Beispiel Uni in einem Ort wie, was weiß ich, USA, Kuba ist vielleicht gefährlich. Also persönlich ist es Person X, Name vergessen, ist das Herz und es gibt also Teil von UNI ist Tor. Wir müssen Tor verwenden, um einen sicheren Kommunikationskanal zu haben, zurück zu einem anderen System und Leute können sich dann einloggen in diese UniProbes als Tor Hidden Services und das ist eine Art Fusion von Dingen. Wir haben Anonymität und gleichzeitig haben wir diesen Datensatz, der in manchen Fällen tatsächlich Identifizierung zulässt, manchmal noch nicht, hängt vom Test ab.
Wir brauchen Kommunikationskanäle, um diese Art von Menschenrechtsbeobachtung machen zu können. Also damit also er sich ein bisschen mehr bestätigt fühlt, geschätzt fühlt, gibt ihm noch eine Runde Applaus für dieses Beobachtungsprojekt. So I encourage all of you, ich ermutige euch alle, also nicht nur Uniprobe auszuführen in interessanten Orten oder auch langweiligen Orten, denn sie könnten interessant werden, aber auch neue Tests zu schreiben, helft damit, das in den Wurf zu bearbeiten, dass also neue Probleme erkannt und bemerkt werden können. Noch etwas, was wir gemacht haben im letzten Jahr, ist Tor wöchentliche Nachrichten. Wir haben also inspiriert durch ähnliche Projekte. Jede Woche gibt es also ein neues Blogposting oder E-Mail, die zusammenfasst, was in der letzten Woche passiert ist. Wir ermutigen euch, dort hinauszuschauen. Hier besonders ein Lob für Harmony und Luni, die das im letzten Jahr gemacht haben. Vielen Dank. Und letztendlich, es gibt eine Tourliste, auf der ihr sein könnt, die ihr wirklich, auf der ihr wirklich sein wollt. Auf Listen zu sein ist gut. Okay. Noch etwas anderes, das uns wirklich aufgeregt hat, positiv in den letzten Jahren. Die Electronic Frontier Foundation hat uns geholfen. Sie haben einen Tour Relay Challenge gemacht. Und ich glaube, sie haben mehrere tausend Relays, die da teilgenommen haben, wegen des Relay Challenge. Also viel Traffic wird da durch die Welt geschoben. Das ist wirklich gut. And at the same time, gleichzeitig haben sie nicht nur sehr viel mehr Leute dazu gebracht, Relays zu betreiben, sondern sie haben auch großartige Kampagnen gemacht für weitere Exit-Relays in Universitäten und Leuten mehr oder weniger beizubringen, warum das wichtig ist. Wir tun darüber mehr und wir werden noch ein bisschen mehr darüber zu sagen haben. Also ihr alle erinnert euch sicherlich an das, was in der Türkei vor sich ging früher im Jahr. Hier ist ein cooler Graph der Tournutzung in der Türkei, als sie also Dinge blockiert haben und Leute merkten, wir brauchen Tools, um das zu umgehen. Und ihr habt wahrscheinlich nicht bemerkt, nicht hingeschaut, als Irak Facebook ausgefiltert hat und auf einmal haben viele Leute in dem Irak irgendwas gebraucht, um diese Zensur zu umgehen. Also es gibt einige interessante Graphen im Tor Metrics Project über die Dinge, die passieren sind im letzten Jahr. Und könnte es gerade zurückgehen. Eine Sache, die wirklich interessant ist, Carsten Losing, der sicherlich auch nicht aufstehen wird, vielleicht doch, seine Entscheidung, okay. Also er macht all die Metriken und er ist anonym, schattenhaft, seine Metrics-Typ. Wenn ihr also an metrics.tourproject.org geht, dann seht ihr Metriken ordentlich anonymisiert, wie ihr von uns erwarten würdet. Und tatsächliche Dokumente, die die Anonymität erklären, die Datenschutzerhaltung in Statistiken, ihr könnt diese Graphen sehen, ihr könnt sie erzeugen aufgrund bestimmter Parameter. Und wenn ihr interessiert seid, zum Beispiel geopolitische Ereignisse zu sehen und wie sie mit dem Internet zusammenhängen, dieses Projekt ist ein Teil davon, was Uni inspiriert hat. Dies ist, wie wir Statistiken und interessante Dinge über das Tor-Netzwerk selbst bekommen, über Tor-Clients, über Tor-Relays, Tor-Bridges und es sagt euch alle möglichen Sachen, Betriebssystem-Dinge, Versionsnummer der Software, welches Land jemand, aber nicht wer, welcher jemand benutzt, um sich zu verbinden, wo die Dinge gehostet sind. Wenn das euch interessiert und schaut euch diese Website an und wenn ihr dort Spitzen findet in den Graphen, dann findet ihr vielleicht raus, dass ein Ereignis stattfindet, was wir nicht bemerkt haben. Es gibt viele Länder in der Welt, wenn wir das nach Land aufteilen, manchmal gibt es 50.000 Menschen, die aufs Tor-Netzwerk aufspringen, weil eine neue amerikanische Firma dieser Land Zensurgeräte verkauft hat. Wir brauchen also Hilfe, diese Ereignisse zu finden und zu verstehen, in welchem Kontext sie sind. Wenn also etwas passiert in dieser Art und wenn ihr diese Daten seht, dann könnt ihr uns diese Daten nennen und das hilft uns nicht nur für Anonymität zu werben, sondern auch technisch zu erkennen, dass etwas verbessert werden muss und über diese Daten können wir also einen Dialog über diese Dinge anfangen. Wenn ihr also keine technischen Fähigkeiten habt, aber interessiert seid, dass wir verstehen, wo ihr herkommt, schaut euch diese Daten an, versteht diese Daten und dann kontaktiert uns und hoffentlich können wir darüber etwas lernen. So lernen wir darüber oder über die früheren Sachen und vor vielen Jahren haben wir einen Tor-Talk gegeben darüber, wie Länder und Regierungen versuchen, Tor zu zensieren und natürlich ist seitdem passiert. Viele dieser Dinge passieren und es ist sehr schwierig, da hinterherzukommen. Also wir brauchen die Community und ihre Hilfe, um Zusammenhänge herzustellen und zu erklären und diese Dinge herauszufinden. Okay, nächster Abschnitt dieses Talks. Dinge, die Journalisten aufgeregt haben im letzten Jahr, die tatsächlich dann nicht so eine große Sache waren und wir versuchen jetzt viele davon schnell abzuhandeln, sodass wir zu den Sachen kommen können, die wirklich eine große Sache waren.
also etwa im August oder so, gab es diesen Blab-Cat-Talk über etwas, wie man nun total Tor brechen kann. Der wurde dann zurückgezogen. Es zählte sich heraus, dass es eine Gruppe war in der Carnegie Mellon University. Und ich habe sie für lange Zeit angebettelt, etwas Informationen zu bekommen, was für einen Angriff sie haben. Letztendlich sendeten sie ein bisschen Informationen. Und dann dachten wir darüber nach, wie wir das fixen können. Und Nick Mathieson, einer der Torentwickler, sagte, warum gehe ich nicht einfach hin und installiere eine wirkliche Detektionseinheit im Tornetzwerk. Und es stellte sich heraus, dass jemand das wirklich tat, diesen Angriff ausführte. Ich schickte eine E-Mail und ich sagte dann, betreibst du diese 100 Relays, die diesen Angriff gerade ausführen? Und ich habe nie etwas zurückerhalten. Also diese Art, das ist eine traurige Geschichte aus vielen Gründen, aber ich denke, die gute Nachricht ist, wir haben die Relays entdeckt, die das durchführten, haben sie aus dem Netzwerk herausgebracht und wir haben diesen Angriff jetzt auch nicht mehr durchführbar gemacht, sondern auch herausgefunden, als jemand einen solchen Angriffsversuch ausgeführt hat. This is eine schwere Lektion aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, es ist schlimm, eine solche Art Angriff durchzuführen auf das Tornetzwerk und es ist eine Frage der Verantwortlichkeit. Die zweite Lektion ist aber, wenn diese Dinge passieren und wir haben die Möglichkeit, dies tatsächlich zu verstehen, dann können wir das beantworten. Und es ist wirklich ärgerlich, dass dieser Talk zurückgezogen wurde und es ist wirklich blöd, dass die Leute nicht uns weitere Informationen geben konnten und dass sie anscheinend diesen Angriff auch ausführten. Und es gab viele offene Fragen dazu, aber generell glauben wir, dass wir diesen Angriff abgemildert haben und wir haben außerdem dafür geworben, dass dieser Talk stattfindet, denn wir denken natürlich, die Antwort selbst für sehr frustrierende Reden ist mehr Reden. Wir wollen also mehr darüber wissen und es ist also sehr verstörend, dass dieser Talk zurückgezogen wurde. Sie sollten in der Lage sein, ihre Forschung zu präsentieren. Immer, selbst wenn es für uns peinlich ist, ist es wichtig, genauso so viel wie möglich zu wissen, um Tornutzerinnen und Nutzer beschützen zu können. Also ein weiteres aufregendes Thema von vor einigen Monaten. Russland anscheinend hat einen Aufruf gestartet, Forschungsarbeiten durchzuführen, damit man Angriffe auf Tor erfinden kann. Ich hoffe, das war es wert, Jake. Ich hoffe, dein Wasser schmeckt dir. Wasserflasche war zu hören. Russland hat also aufgerufen, Forschungsvorschläge einzureichen für Angriffe. Nur jemand übersetzte das falsch in einen Preis oder Wettbewerb, der ausgelobt wurde. Und es gab also diese Meldung, die sagten, Russland hält einen Wettbewerb ab, Tor zu brechen. Und nein, sie haben einfach nur gewollt, dass jemand Forschungsarbeiten über Torangriffe ausführt. Und das wäre also sowas wie die amerikanische Wissenschaftsstiftung, die einen Wettbewerb für Torforschung ausführt. Nein, so funktioniert das nicht. Also falsche Übersetzungen führen zu einer Menge aufregender Journalismusartikel, aber es stellt sich heraus, dass das eigentlich nichts war. Und außerdem grundsätzlich, es gab kaum Geld. Also irgendwas kommt vielleicht dabei heraus. Wir werden sehen. Noch etwas, was mir Sorgen gemacht hat in letzter Zeit. Crypto Wall, jetzt Crypto Locker genannt. Es gibt also Arschlöcher da draußen, die in dein Telefon eingreifen, irgendwie euch Schadsoftware geben, Viren, was auch immer. Sie verschlüsseln deine Dateien und dann schicken sie dir eine Erpressernotiz, sagen euch, ja, wir haben eure Dateien verschlüsselt und wenn ihr sie zurückhaben wollt, gebt uns Bitcoins hierhin. Und das ist also wirklich schlecht bis hierhin, aber der Teil, der mich wirklich ärgert, ist, dass sie dann sagen, wenn ihr nicht wisst, wie ihr das macht, geht zu unserer Website torproject.org und halt den Tor-Browser herunter, um das zu bezahlen. Fickt euch. Ich will nicht Leute, dass Leute das mit unserer Software machen und sie als ihre Software bezeichnen. Yeah, fuck them. I mean, I don't really have a lot to contribute. Also ich habe nicht viel dazu beizutragen. Es ist Hidden Services haben einen wirklich schlechten Ruf und es ist frustrierend, ja? Also es gibt natürlich quantitative und qualitative Analyse, die wir haben können und die Realität der Situation ist ein globales Leaks Interface ist ein Dot Onion. Was ist der Wert davon? 10.000 Interfaces von diesen Arschlöchern. Also es ist sehr schwer, über den sozialen Wert dieser Dinge zu sprechen. Also wir brauchen Dinge wie Hidden Services und dann kommen Arschlöcher wie die das schwer machen, das zu verteidigen.
das Recht, anonym zu publizieren. Wenn wir also wisst, wer diese Leute sind, sagt ihnen bitte, dass sie aufhören sollen. Sie sollten wirklich aufhören. Vielleicht gibt es ja was Interessantes, was sie tun können. Keine Ahnung. Aber wir wirklich, wirklich wollen nicht, dass das jetzt die erste Einführung eines Menschen für Tour ist, dass die Leute denken, wir sind dafür verantwortlich. Wir sind sicherlich nicht deutlich nicht verantwortlich und wir haben nichts mit Schadsoftware zu tun. Und Tour-Services sind wirklich wichtig für viele Leute. Diese Leute sind nicht jene Leute, über die ich gerade sprach. Eine weitere sehr wichtige, interessante Story vor ein, zwei Monaten war, dass 81% aller Tornoser können de-anonymisiert werden, sagt ein Artikel, der veröffentlicht wurde. Einer unserer Freunde, Sam Brudo, der ein Professor in Indiana ist, hat einige Arbeit geleistet, der den Traffic analysiert hat von Tor. Und er hat herausgefunden im Labor, dass einige dieser Attacken zum Teil funktionierten. Und dann kam ein Journalist und hat gesagt, das ist der Grund, warum Tor nicht mehr sicher ist. Und alle Seiten sind natürlich direkt darauf gesprungen und alle wussten, Tor ist broken, Tor ist vorbei. Aber was sie weiter hinter? Sam Brudo selber hat gesagt, nein, ihr habt meinen Artikel missverstanden, aber das war natürlich egal, weil natürlich niemand mehr dem Autor dieses Papers zugehört hat. Es gibt eine, glaube ich, weitläufige Angelegenheit hier. Wie kann man die Details von so etwas erzählen? Traffic Correlation Attacks sind wirklich eine große Geschichte. Es kann sein, dass sie wirklich funktionieren, wenn man genug Traffic zur Verfügung hat und an den richtigen Orten sucht, kann man tatsächlich diese Attacken durchführen. Also ich denke die ganze Zeit weiterhin, nein, ihr versteht es falsch, das Paper hat uns gar nichts gesagt, aber die Attacke kann wirklich möglich sein, aber das Paper sagt was anderes. Das ist natürlich etwas konfus für Journalisten, wenn die diese zwei Sätze gegenüberstellen müssen. Wir müssen uns also was einfallen lassen, wie wir Tor erklären, wie wir echte Attacken, die tatsächlich passieren, erklären. Und auf der anderen Seite, wie Wissenschaftler, die zu Tor forschen, auch ihre Stimme bekommen. Allerdings muss man hier wirklich differenzieren zwischen den Laborversuchen hier und dem, was im Feld passiert. Es gibt ein weiteres Papier, das veröffentlicht wurde, dass die NSA auch Tor attackiert. Und sie hatten ähnlich eine Traffic Correlation Attack im Visier. In dem Papier ist es wirklich eine schlimme Variante. Es ist ähnlich wie ein Papier in 2003 veröffentlicht wurde. In 2004 gab es ein viel besseres Paper zu dem gleichen Thema, aber offensichtlich haben diese Autoren das nicht gelesen. Ich sage nicht, dass diese Correlation Attacks nicht funktionieren, aber die Paper, die wir uns bisher angeguckt haben, sind nicht the real deal. Also die beschreiben offensichtlich nicht das Problem richtig. Eine der Lösungen dafür, dass die meisten Journalisten nicht die Technik dahinter verstehen, ist, dass man wirklich beides ist. Also auf der Seite jemand, der Technologie versteht und auch schreiben kann und auch das richtige Publikum erreicht. Wir müssen einfach für ganz verschiedene Verständnislevel schreiben. Wenn ich als Journalist schreibe, nehme ich manchmal meinen Tor-Hut ab und setze meinen Journalistenhut auf, um allgemeinverständlich die Leute zu informieren. Weil wenn ich das nicht mache, dann habe ich wirklich ein paar Handschellen an. Wichtig ist, dass wir euch darüber erzählen und berichten können. Zum Beispiel die X-Keyscore-Regeln. Einige von denen haben wir veröffentlicht. Ich und ein paar andere Leute haben das in einem anderen Zusammenhang veröffentlicht. NDR ist wirklich einer der größten Anbieter, genauso wie der Spiegel, was Medien in Deutschland angeht. Und hier haben wir die X-Keyscore-Regeln veröffentlicht und es war wirklich eine wichtige Lehre, die wir daraus gezogen haben, dass es darum ging, dass Journalisten die technischen Details richtig verstanden haben, richtig erläutert haben. Es war sehr frustrierend, sehr langwierig, aber umso wichtiger. Denn die NSA hat X-Keyscore-Regeln, wo sie wirklich den Traffic ein
ordnen. Temporal, zum Beispiel das britische Überwachungsprogramm, basiert auf X-Keyscore, die zum Beispiel eine Woche lang das komplette Internet buffern, quasi eine Art Vorratsspeicherung davon machen. X-Keyscore-Regeln, die sich quasi durch dieses Datenset wühlen, können sehen, wer sich zu Tor Directory Authorities wählt. Und da gibt es andere, meiner ist davon, Sebastian Zahn, auch andere Leute hier im Publikum betreiben diese. Also hört auf, Tor zu benutzen, denn die NSA sieht, dass ihr euch damit verbindet. Aber das ist natürlich genau der falsche Ansatz. Denn es gibt nur 10.000, es ist nur eine von 10.000 Daten, die da auftauchen. Und das Einzige, was ihr sehen könnt, ist, dass sie vermutlich Tor in diesem Zeitraum laufen lassen. Und wenn man zum Beispiel zum CCC-Webseite geht oder zu einer Dating-Seite könnte, das können sie natürlich dann nicht sehen. Sie wissen nur, ob ihr es sehen könnt oder ob ihr es nicht sehen könnt. Wenn es nur einige IX-Keyscore-Regeln geben würde und es wäre nur überhaupt Tor, dann könnte man direkt die Schlussfolgerung daraus ziehen, die Leute benutzen Tor. Aber das IX-Keyscore-System ist so mächtig, das heißt zum Beispiel, man kann einfach nur ein Logo einer Firma in ein Dokument reintun, kann IX-Keyscore das in jedem im Internet-Traffic vorhandenen Dokumente finden. Man kann sogar eine PDF-Datei erstellen mit dem Logo der Firma und es wird durch X-Keyscore gefunden. Also die Lehre hier ist nicht, hört auf Tor zu benutzen, sondern holy shit, es gibt dieses riesige Buffering-System, das sogar erlaubt, innerhalb von Dokumenten Grafiken zu identifizieren. Wirklich verweiterte Möglichkeiten, die da auf der Seite der NSA und GCHQ benutzt wird. Und der Skandal ist im Prinzip, guck mal, sie greifen Anonymisierungssysteme, werden hier angegriffen und sie sollten es nicht tun. Wir haben sie beim Lügen erwischt und auch in den Vereinigten Staaten dürfen sie das nicht. Das ist wirklich scary, aber die richtige Lehre, die wir hiervon lernen können, sie haben ein Protokoll, mit dem sie Fingerabdrücke erstellen können, wo sie auch eine Kunstsprache entwickelt haben. Wir haben einige von diesen, einige dieser X-Keyscore-Regeln veröffentlicht. Bitte lest euch das durch, lernt es zu verstehen. Allerdings können wir euch sagen, dass Tor die Möglichkeit hat, über langfristige Zeit zu verhindern, dass solche Programme genau sehen können, zu wem ihr euch verbindet. Aber es stimmt, es gibt es, es findet in Echtzeit statt und vor allem ist es ein echtes Problem. Falls ihr Tor verwendet, dann sehen sie, dass ihr Tor benutzt. Wenn ihr das nicht benutzt, dann sehen sie genau, wohin du gehst und du endest in der Liste der Leute, die zu dieser Website oder jener Website gehen und diesen Dienst benutzen und dieses Dokument gesendet haben. Und die Vielfalt der Tor-Benutzer ist Teil der Sicherheit, weil sie wissen, dass sie Tor benutzt, sagt das ihnen noch nicht so viel. Und eine der anderen Dinge, mit denen ich gekämpft habe in der letzten Zeit, nachdem ich einige dieser Dokumente zuletzt angeschaut habe, wie schützen wir uns gegen allumfassende Überwachung? Und das ist ein eigener Talk für sich selbst. Wir haben einige Entwicklungsveränderungen gemacht, Entwurfsveränderungen. Wir haben Tor verändert, um euch mehr zu schützen gegen allumfassende Überwachung für die technischen Leute. Wir haben die Anzahl der Guard Relays benutzt, die ihr per Standard benutzt, von 3 zu 1. Also es gibt weniger Plätze im Netz, die sehen, dass ihr Tor-Traffic habt. Die anderen Lektionen, die wir gesehen haben, das Internet ist zentralisierter, als man mag. Also es ist einfach zu sagen, ja, wir brauchen einfach mehr Exit Relays. Und dann haben wir mehr Schutz gegen diese Dinge. Aber wenn wir noch einen weiteren Exit Relay in dasselbe Rechenzentrum in Frankfurt hinstellen, das die bereits beobachten, dann gibt das nicht eigentlich mehr Sicherheit gegen diese allumfassende Überwachung dieser Gegner. Und etwas noch, was ich bemerkt habe, wir redeten oft darüber, wie Tor zwei Dinge tut. Wir haben Anonymität, wir versuchen, uns gegen jemanden zu schützen, der versucht herauszufinden, was wir tun. Und wir haben Zensurumgehung, wir versuchen also zu schützen gegen
gegen Leute, die versuchen, das zu verhindern, dass sie irgendwo hingeht. Aber es stellt sich heraus, dass im Fall der Überwachung, dann da wird die Packet Inspection durchgeführt, um herauszufinden, welches Protokoll ihr verwendet, was ihr macht. Und im Zensurfall, dann führen sie die Packet Inspection aus, um zu herausfinden, welches Protokoll benutzt, um das vielleicht zu blockieren. Also diese beiden Felder sind sehr viel enger verbunden, als wir bisher erkannt haben. Und es hat eine Weile gedauert, aber ich bin wirklich froh, dass wir diese Dokumenten haben, die wir uns anschauen können, sodass wir besser verstehen können, wie dieses globale Überwachungs- und wie die globale Überwachung und Zensur funktioniert. Vor langer Zeit, 2007, habe ich einen Talk bei der NSA gegeben, um sie zu überzeugen, hoffentlich, dass wir nicht die schlechten Typen sind. Und ihr könnt die Notizen, die sie gesammelt haben, über meinen Talk, weil sie in der Washington Post veröffentlicht sind. Also ich empfehle euch, dorthin zu gehen und zu lesen, was die NSA über meinen Talk dachte. Aber in dem gleichen Jahr ging ich auch zum britischen Geheimdienst GCHQ, um sie zu überzeugen, dass wir nicht die schlechten Leute sind. Und ich dachte mir, ich möchte ihnen nichts Sinnvolles, Nützliches an die Hand geben. Ich möchte nicht über Anonymität reden, weil ich weiß, dass sie das brechen wollen. Ich gebe ihnen also einen Talk, der nichts mit irgendwas, was sie interessieren sollte, zu tun hat. Ich rede über Zensur, den Zensurwaffen, das Zensurwettrüsten in China und solche Sachen, Dinge, die sie eigentlich nicht beachten sollten. Aber meine Güte, was haben wir uns da geirrt? So the other thing to think ja, about das andere Ding, das man bedenken sollte hier, es gibt einen Haufen verschiedener Pluggable Transports, die vielleicht nützlich sein könnten gegen die Überwachung des Gegners. Aber bisher dachten wir über Pluggable Transport als Schutz gegen Zensur oder die Packet Inspection, die Leute nach Adressen suchen und das dann blockieren wollen. Aber eine der Sachen, die wir gelernt haben in den Dokumenten des letzten Sommers, stellt euch einen Gegner vor, der eine Liste aufbaut all der öffentlichen Tor Relays. Und dann bauen sie eine Liste der ganzen IP-Adressen, die sich damit verbinden. Jetzt kennen sie all die Brücken, Bridges und viele der Benutzer. Und jetzt bauen sie eine Liste der IP-Adressen, die sich mit diesen IP-Adressen verbinden. Und dann gehen sie ein paar Schritte zurück und dann wissen sie alle public öffentlichen Relays, alle Brücken, alle Benutzer, Benutzerinnen, all die anderen Dinge, die damit verbunden sind. Und sie können also verfolgen, welche sie vielleicht loggen sollten für 6 Monate anstatt nur für eine Woche. Das ist also ein wirklich beängstigender Gegner. Und einige dieser Pluggable Transports, an denen wir gearbeitet haben, könnten hier eigentlich von Nutzen sein. Also Flash Proxy ist einer von denen, über die ihr im letzten Talk gehört habt. Die Grundidee hier bei Flash Proxy ist, dass man Benutzer das bekommt, Webbrowser durchzuführen, die Nutzer, die Webbrowser ausführen, freiwillig eine kurzlebige Brücke, Bridge zu sein zwischen dem zensierten Benutzer und dem Tor-Netzwerk. Also die Idee ist, dass wir Millionen von Menschen, die Browser ausführen haben und wir können nun aus China oder Syrien oder Amerika oder wo immer das Problem ist, über diese Flash Proxy Browser in das Tor-Netzwerk verbinden. Von einer Überwachungsperspektive her, auf einmal, hat man eine enorme Liste von Millionen von Menschen in der ganzen Welt, die mehr oder weniger als Puffer dienen zwischen dem Tor-Benutzer und dem Netzwerk. Also wenn man diese Liste von IP-Adressen hat und eine Liste von allem aufbauen will, jetzt haben sie Millionen von IP-Adressen, die nichts mit Tor zu tun haben. Und sie müssen erkennen, zu der Zeit, in der sie beobachten, dass sie einen weiteren Schritt herausgehen müssen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber dies ist ein interessantes Forschungsgebiet, dass mehr Leute sich anschauen müssen. Wie können wir gegen einen Gegner, der eine Liste von allen, die irgendwas mit Tor zu tun haben, bauen wollen, wie können wir verhindern, dass Tor-Benutzerinnen nicht auf dieser Liste landen und das Tunneln durch Google, AppSpot, andere Werkzeuge, aber das können wir das benutzen, um diese Kette zu durchbrechen, sodass es nicht so einfach für sie ist, zu verfolgen, wo all die Benutzer sind. Okay, Silk Road 2. Wir hatten viele Fragen über, was sich wohl Operation Ominous nennt. Wir haben also zum Beispiel mit einer Person in den Strafverfolgungsbehörden der US-Geräte damit zu tun hat und wir haben gehört, dass von dieser Perspektive haben wir erfahren, wie das passiert ist. Also der Typ mit Silk Road 2 hat seinen Namen irgendwo aufgeschrieben, also haben sie ihn hergeholt und Fragen gestellt und sobald sie anfingen, Fragen zu stellen, begann er Namen zu nennen und haben sie bis zu 16 Namen gezählt und also Leute festgenommen und die Computer beschlagnahmt und sie haben dann eine Pressemitteilung gemacht und gesagt, dass sie einen fantastischen Tourangriff gehabt hätten. Also es gibt einige Lektionen hier in Tweet. Ich starte Silk Road 3, Tour ist zu schwer, also tue ich das von meiner Heim-IP-Adresse. Lektionen, die wir gelernt haben, also diese starken Gegner aus der Strafverfolgung sind also froh,
auch Pressepropaganda zu benutzen und Lügen und so, um Leute von Tor wegzubeängstigen, wegzujagen. Das ist für mich eine, besonders wenn ich jetzt meinen Torhut absetze und meinen anderen Hut aufsetze, als ob ich das tun könnte, aber naja. Es ist wirklich beängstigend, wirklich verschreckend, dass da Journalisten nicht harte Fragen darüber stellen. Die Europol-Leute, die zur Presse sprachen, die sprachen darüber, und als ob sie einen unglaublichen Angriff hätten. Sie sprachen über O'Day und wie sie Tor gebrochen hätten. Ihr seid nicht sicher auf dem Dark Web. Wir reden gar nicht mit diesem Begriff Dark Web. Da seht ihr, dass sie voll von Scheiße sind. Aber das ist also, wenn Leute Tor in Großbuchstaben schreiben, Tor, Dark Web, all diese Sachen, das ist alles ein schlechtes Zeichen. Also die Art, wie sie darüber sprachen, es machte es klar, dass, soweit wir es wissen konnten, sie hatten sie das alles gar nicht. Die haben das wirklich gehypt, so sehr wie sie konnten. Es ist effektiv und wahrscheinlich auch technisch eine psychologische Operation gegen die Zivilbevölkerung. Sie wollen euch beängstigen in den Glauben, dass Tor nicht funktioniert, weil es in Wirklichkeit funktioniert und das ein Problem für sie ist. Also alles, was sie immer verwenden können, alles, was sie jemals finden können, dann verkaufen sie als einen großen Gewinn. Und das ist, weil sie sagen, es ist sie gegen uns. Aber das ist nicht sie gegen uns, denn wir alle brauchen Anonymität. Wir brauchen das absolut. Sie sollten uns nicht als Gegner behandeln. Sie sind auch Tor-Benutzerinnen, ironischerweise. Das ist also interessant, denn sie wissen, dass sie das nicht getan haben, aber sie wollen nicht, dass ihr das wisst, dass wir das nicht getan haben. Sie wollen, dass ihr das Gegenteil annehmt. Wir könnten natürlich falsch sein, es könnte irgendeinen supergeheimen Angriff geben, aber soweit wir wissen, ist das einfach nicht der Fall. Also, was ist davon also zu lernen? Wir dachten also bisher, dass es einfach amerikanische Strafverfolger werden, die beängstigende Arschlöcher wären. Jetzt sind es vielleicht auch Europäer, ich weiß nicht. Also hoffentlich wird jemand von euch bei Europol arbeiten und uns sagen, was wirklich passiert. Speaking of hidden services, da wir nun über Hidden Services reden, wir haben einen neuen Entwurf im Kopf, der stärkere Krypto-Eigenschaften hat und es schwieriger macht, Hidden Services aufzuzählen. Er wird nicht einige der großen Anonymitätsfragen lösen, die immer noch offene Forschungsfragen sind, aber es gibt viele Verbesserungen, die wir gerne machen würden, um die Kryptographie sicherer zu machen und die Leistung zu verbessern. Und wir haben über eine Art Crowdfunding-Kickstarter-Geschichte nachgedacht, um Hidden Services besser arbeiten zu lassen. Wir haben einen Spender, der sich für den Hidden Services wichtig sind, aber das ist nicht das Gleiche, wie sie wirklich sicherer zu machen. Wir würden also unheimlich gerne mit euch reden hiernach, wie man solche Kickstarter tatsächlich in Gang bringen kann. Ja, also, wenn ihr Fragen habt, wir haben etwas Zeit für Fragen. Also, während ihr euch anstellt, erzähle ich euch eine kurze Geschichte. Also, bitte stellt euch an. Und dies ist ein Bild eines Mannes, der in San Francisco erschossen wurde. Harvey Milk. Habt jemand von euch von Harvey Milk gehört? Harvey Milk war der erste offen schwule Politiker in, ich denke, den ganzen USA, ein Stadtratsmitglied in San Francisco. Und dies war während einer großen, fiebrigen Atmosphäre. Es war letztendlich der Kampf zwischen dazu, ob Leute schwul sind oder nicht. Er sagte, geht nach Hause, sagt euren Brüdern, euren Müttern, euren Schwestern, euren Familienmitgliedern und euren Arbeitskollegen, dass ihr schwul seid. Sagt es ihnen, sodass, wenn sie zur Gewalt gegen Schwule aufrufen oder schädlichen Verhalten, dass sie wissen, dass sie über dich reden. Nicht irgendeinen abstrakten Unhold, sondern jemanden, den sie wirklich kennen und lieben. Wir müssen, dass alle Personen in diesem Raum, alle, die diesen Video zuschauen, nachher, dass sie nach Hause gehen und darüber reden, wie sie Anonymität für 5 bis 10 Minuten brauchten, wie ihr jeden Tag Anonymität braucht, um eure Arbeit zu machen. Ihr müsst, dass Leute an die Öffentlichkeit gehen. Es ist sehr schade mit Harvey Milk, weil ein sehr vernünftiger Typ, weil er und ein Bürgermeister in der amerikanischen Tradition extremer Waffengewalt erschossen wurde. Und der Täter kam tatsächlich weg, die sogenannte Tukey Defense. Bitte schießt uns nicht. Das ist nicht mal witzig, aber leider. Aber zu verstehen, dass wir wirklich in Bedrohung sind. Es gibt viel Druck. Wir kriegen Druck von Strafverfolgungsbehörden, Hintertüren einzubauen. Wir sagen ihnen nein, und das braucht eine Menge Stress, dass das uns aussetzt. Und wir brauchen Unterstützung von vielen, vielen Leuten, um ihnen zu sagen, hört auf, das kann nicht nur wir sein, dass die das sagen, sonst verlieren
verlieren wir eines Tages. Und es gibt also sehr beängstigende Gegner, die sich nicht um das Recht kümmern. Okay, nicht, dass diese Leute sich ums Recht kümmern, aber die sich wirklich nicht ums Recht überhaupt nicht kümmern. Und wir brauchen, dass Leute verstehen, wie wichtig Anonymität ist und die sicherstellen, dass das in jeder Unterhaltung Eingang findet. Also geht wirklich nach Hause, berichtet euren Freunden, lehrt sie über Anonymität. Diese Lektion über Harvey Milk war wirklich nützlich. Es ist ein Fall, der jetzt in Kalifornien, wo es jetzt also einen Riesenkampf um diese Sache gibt. Also kann man zum Beispiel schwul sein und ein Lehrer sein in der Schule. Und das ist ein Fall, bei dem Harvey Milk geholfen hat, dass das gewonnen wurde. Also, damit, denke ich, haben wir Zeit für wir haben 10 Minuten für Fragen. Vielen Dank für den Talk. Wirklich inspirierend. Danke, dass ihr die Arbeit weitermacht. Really, although you do this every year, it never gets old. And I think you, every year you give people the chance to leave. Okay, es wird das jedes Jahr. Es wird aber niemals langweilig. Und jedes Jahr gibt ja Menschen eine Hoffnung und einen Sinn ihres Tuns. Also vielen Dank. Wir fangen an mit einer Frage aus dem Internet. Wir werden gerne mehrere Fragen auf einmal vom Internet, wenn möglich, und dann benutzen Antworten wir so schnell wie möglich. Erste Frage. Gestern habt ihr gesagt, dass etwas gebrochen ist. Was können wir also benutzen, um unsere Tor-Relays sicher zu bearbeiten? Das ist toll. Das Erste, was ich euch sagen will. Nächste Frage. Die nächste Frage. Wie viel Geld würde gebraucht werden, um unabhängig zu werden von Regierungsgeldern, und ist das wirklich gewünscht? Erste Frage. Benutze einen Tor-Hidden-Service und dann SSH in diesen Service rein. Diese Mischung von beiden Systemen ist vermutlich die beste. Die Detail über SSH, wir wissen nicht genau, was passiert. Wir wissen nur, dass es in diesen Dokumenten behauptet wurde, dass es gebrochen wurde. Der US-Kongress und andere politische Entitäten sollten wirklich die NSA und den Secret Service fragen, haben sie eine Datenbank mit dem Namen Caprio, in der sie SSH haben, und was in dieser Datenbank drinsteckt. Wir können dieses Problem hier nicht lösen mit dem Wissen, das wir jetzt haben. Allerdings wissen wir jetzt, dass es ein Problem gibt. Was ist dieses Problem? Also, die Dokumente scheinen zu sagen, dass sie die Krypto nicht gebrochen haben, wenn ihr dieses Zusammenspiel benutzt. Alle Krypto, die wir jetzt heute haben, wird vielleicht in 100 Jahren wird sowieso gebrochen sein. Aber einige Algorithmen zeigen, dass wir wirklich Probleme zu erwarten haben. Und ja, wir würden natürlich gerne Government Funding, also Versicherungsgelder auf Versicherung verzichten. Wir nehmen Geld von Agencies, vom State Department der USA. Das Department für Menschenrechte und Arbeit im Außenministerium, also die Werbefläche für den Rest der amerikanischen Außenpolitik. Wir sollten uns wirklich darum kümmern. Wir wünschen, wir könnten dieses Geld zu ersetzen, aber wir wollen wachsen, wir wollen 100 Leute in diesem Raum anstellen, denn dieser Planet braucht Anonymität, aber das braucht auch, dass wir das benötigt. Wir benötigen dieses Geld. Wir bringen das Geld aus anderen Quellen. Wir wollen aber weiter offen Anträge schreiben. Wir sagen jeweils dem Geldgeber, wir haben nichts zu verstecken. Wir wollen euch das sehen. Wir wollen, dass, wenn Geld vom Staat kommt, dass wir das. Wir haben es so gut gemacht, wie es geht, und wir haben es für jede Line vom Code gemacht. Wir haben gute Research, gute Forschung angestellt. Ich würde gerne unsere Stiftung und die Finanzierung diversifizieren, wie zum Beispiel beim IFF, wo Individuen das finanzieren. Guck mal, was wir Tolles über das letzte Jahr gemacht haben. Und hier könnt ihr sehen, was wir im letzten Jahr gemacht haben. Wir haben wirklich tolle Dinge gemacht. Wir wollen mehr tolle Sachen machen. Wir brauchen eure Hilfe. Ist hier jemand ein Bitcoin-Millionär in dem Raum? Weil wir jetzt natürlich auch Bitcoins nehmen. All right, let's take a question from Microphone 1. Mikrofon 1. Nur eine kurze Frage. Gibt es einen Nachfolger
der Thomas White Tor-Talk-Mailinglisten-Geschichte. Thomas White hat einige Exit-Relays am Laufen und wir sind sehr glücklich, dass er das macht, aber es ist ganz normal für Exit-Relays, dass sie on- und offline gehen. Er ist in England und soweit ich weiß, ist England ist wirklich kein guter Ort, um Exit-Relays zurzeit laufen zu lassen, aber er versucht, England zu fixen von innen drin. Die Kurzversion ist kein großes Problem. Er lässt ein paar Exit-Relays laufen. Es gibt Leute, die versuchen, die runterzunehmen. Aber es gibt 6000 davon. Einige davon tauchen auf, einige davon verschwinden. Es ist kein großes Problem. Ist dies mit dem Tor-Blog-Posting verbunden, das in dem Thomas schreibt, dass er ankündigte, dass es einen es Angriff ist da kommt? Dazu jeder hat es beobachtet und als er eine Tor-E-Mail-Listen geschrieben hat, oh, alle Journalisten haben gesagt, oh, das müsste genau das Gleiche sein. Diese Dinge haben nichts miteinander zu tun. Es gibt viele Attacken auf das Tor. Es gibt DOS-Attacken, verschiedene Attacken. Und ich habe es gerade gesagt, bitte erzählt Leuten, was Tor für einen Wert für euch hat. Weil wenn Leute DOS-Attacken machen, wir brauchen wirklich ein Peer-to-Peer-Netzwerk, das die Bandbreite erhöht. Und es ist sehr wichtig, dass wir das tun. Es ist sehr, sehr wichtig, sehr, sehr ernst und sehr, sehr wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass das Design des Netzwerks mit den Erwartungen der Leute mit reift, so dass die Idioten es nicht kaputt machen können. Also wenn ihr ein Exit-Relay laufen lassen könnt, vielen, vielen Dank. Nächste Frage. Ja, Mikrofon 2. Erstmal ein Lob für euren Uni-Friend oder einen Hinweis. Bitte sagt Leuten nicht, dass sie irgendwelchen Code über das Internet laufen lassen. Es gibt auch einen Dev, an dem wir laufen, das wir haben, das läuft viel besser. Habt ihr irgendwelche Pläne, IPv6 zu implementieren, endlich? Es gibt IPv6, Linus Norberg, einer der besten Tor-Leute, die ich jemals getroffen habe. Er hat wirklich geholfen, IPv6-Support zu integrieren, in das Tor-Netzwerk zu integrieren. Also man kann jetzt tatsächlich aus dem Tor-Netzwerk mit IPv6 raustreten. Allerdings, die ganzen Relays brauchen immer noch IPv4, um miteinander zu reden. Mein Tor-Relay, Exit-Relay, der in Kalifornien läuft IPv6 schon drauf. Man kann wirklich ein paar interessante pluggable Transport-Sachen damit machen. Aber wenn es dir wichtig ist, gib uns deine Bitcoins, es wäre fantastisch. Wir versuchen daran zu arbeiten. Aber man kann es auch im Moment als Gateway dafür benutzen. Das ist wirklich toll. Und wir würden euch auch ermutigen, eine der tollen Features, die wir bräuchten in der Zukunft. Und Iran, wo IPv6 nicht zensiert wird, denn die Censorship-Software kann leider mit IPv6 nicht umgehen. Also das ist auch interessant. Also man könnte eine Bridge im Iran nehmen, die sich über IPv6 verbindet, weil sie es nicht zensieren können. Okay, wir haben eine Menge gehört, über mehrere wirklich ermutigende Erfolgsgeschichten gehört. Und was wir wissen aber auch, dass Tor nicht für diesen Use Case genutzt wurde, nicht entworfen wurde für diesen Use Case. Also wie kann Tor offiziell das behandeln? Ist das nur Forschung oder... Es gibt viel ganz harte Fragen, die die Forschung betreffen. Eine der Sachen ist die End-to-End Traffic Correlation Attack. Wir sehen den Traffic, der reinkommt, und wir sehen den Traffic, der auf der anderen Seite wieder rauskommt. Und wenn man da einfach simple Statistiken anwendet, da kann man sehen, die korrelieren. Guck mal, das ist interessant. Es gibt verschiedene Richtungen, wie man das schwieriger machen kann. Vor allem wollen wir die falschen Positive höher mehr machen. Und wenn sie dann 1000 falsche Positive haben, dann könnte man vielleicht ein paar Delays einbauen. Aber die Forschung dazu müssen wir zurzeit noch damit rechnen, dass wir mindestens Stunden von Verzögerung einarbeiten. Das funktioniert natürlich nicht. Wir müssen uns angucken, wie viel Overhead wir hinzufügen können und wie viel Sicherheit bekommen wir damit. Wir haben im Moment leider null
wir haben im Moment überhaupt keine Idee, wie die Kurve dazu aussieht. Ein weiterer Punkt dazu ist, Roger hat eine Vermutung, wenn wir eine höhere Falsch-Positiv-Rate haben, aber vielleicht ist auch diese Liste genau falsch rumgedacht, denn dann würde es dann einfach 1000 Leute zusammengefasst werden. Wir kennen im Moment kein System, das sicherer ist. Wir wissen das natürlich, weil wir bei Tor arbeiten, aber in diesen Nachforschungen, die auch in der NDR-Geschichte veröffentlicht wurden, wenn sie eine Attacke auf Hotspot Shield gefahren haben, wo sie diese Leute, die VPN-User anonymisiert haben, denn es gab nur einen Hop. Und dann haben sie auch Quantum Insert benutzt, um das VPN an sich anzugreifen. Wir haben es noch nicht gesehen, dass sie das mit Tor auch machen. Das heißt, der VPN ist nicht, unser VPN ist nicht kaputt, aber es gibt einfach ein verschiedenes Gefahrenmodell. Generell einfach, das Internet ist ein gefährlicher Platz. Banksy hat es, glaube ich, am besten zusammengefasst, indem er gesagt hat, in der Zukunft werden die Leute für 15 Minuten anonym sein. Es gibt eine Konferenz, petsymposium.org, wo all diese anonyme Forscher zusammenkommen, um genau diese Fragen zu beantworten oder zumindest zu adressieren. Es gibt jede Menge offener Fragen, die wirklich auf einem ganz bodenständigen Level funktionieren. Noch eine Frage aus dem Internet. Ist das Ausführen von Uniprobe mit Rechtsrisiken verbunden? Danke, Frage. Wir können verschiedene Fragen annehmen. Wir können einfach euch an Altoro weiterleiten. As a new Tor Relay. Als neuer Tor Relay-Betreiber. Take a bow. Verbeugt euch. Seit etwa 2 Monaten betreibe ich 3 Relays, ziemlich hohe Bandbreite, und auf 2 davon hatte ich ja, seltsame Dinge, die passierten. In einem Fall ein Kernel Crash in einer Intel E1000 Treiber und das andere oben im Rack, es hat sich einfach neu gestartet. Ich bin also ein wenig besorgt über die Betriebssicherheit. Könntet ihr darüber was sagen? Ja, also natürlich. Die Kurzversion davon ist, die NSA oder andere Verbände versuchen natürlich, etwas wie der Juniper-Switch anzugreifen. Die versuchen, kritische Infrastruktur anzugreifen, und das gehört natürlich auch dazu. Aber es ist vielleicht auch gar nicht so eine große Sache. Man muss wirklich gucken, wo du verortet bist, wo du siehst. Es könnte auch einfach sein, dass dein Netzwerk scheiße ist. Die Hardware scheiße ist. Und wenn man einfach Gigabit drüber schaltet, dass es einfach kaputt geht. Wir wissen es nicht. Es ist eine sehr spezifische Frage, die wir jetzt hier nicht so spontan beantworten können. Sorry. Also mir macht Sorgen, dass ein Angriff wie dieser könnte vielleicht die Maschine kompromittieren, ohne dass ich es weiß, und den Uplink kompromittieren. Das würde dann ein möglicher Angriff sein, sehr schwer sichtbar. Man sieht das nicht, wenn man nicht genau aufpasst, und man kann den ganzen Traffic hinein und herausgehen sehen. Es wäre fantastisch, wenn man das beweisen könnte. Weil wenn du das beweisen kannst, dann können wir vielleicht weitere Informationen sammeln, um im Schluss dann einfach das zu verhindern. Um die Probleme zu lösen, die im Moment offen sind oder eventuell offen sind. Ich habe nicht nur Angst vor aktiven Attacken, sondern auch vor passiven Attacken, wo sie einfach schon einige Überwachungseinheiten installiert haben und einfach mitschnüffeln können. Das sind wirklich große Sicherheitsbedenken. Eine der Schutzschilde, die wir haben, ist wirklich Feinde, die rund um die ganze Welt sitzen. Das heißt, sie können es nicht überall gleichzeitig machen. Okay. Ich glaube, diese Frage aus dem Internet. Leute können nicht mit dem Uniprobe-Guy sprechen. Könntet ihr die Frage beantworten, vielleicht direkt jetzt oder vielleicht auf Twitter oder einen Link oder sowas posten? Denn ich denke, dies ist eine sehr wichtige Frage. Erinnert euch an die Frage, gibt es rechtliche Risiken? The thing is that we don't really know. Like, what are the? Who was it that was asking the question? Wir wissen nicht genau, was die. Worum es da geht. Wo ist das Internet? Hier oben ist das Internet. Ah, alles klar.
Also ich glaube, wir können nicht alle Rechtsrisiken einschätzen, die es in jedem Land gibt. Aber es kann tatsächlich sein, dass es in einigen Ländern, dass in einigen Ländern Probleme damit geben könnte, wenn man einige der Webseiten ausprobiert, die illegal sind, testet. Ich könnte jetzt euch mehr Details dazu geben, wenn ihr euch einfach später mit mir im Noisy Square trefft. Aber das Internet kann leider nicht zum Noisy Square kommen, aber die Übersetzer glauben, dass die Leute, die hier zuhören, sich auch anders mit E-Mail zusammensetzen können. Die Kurzantwort ist, dass ihr euch einfach die Testspezifikation angucken konnte und an der Ende der Seite gibt es ein paar Hinweise, was einige der Risiken angeht, werden also auf der Seite beschrieben. Wir sind keine Rechtsanwälte, wir können euch da keine genaue Info zu geben und euch auch nicht genau die Risiken für jedes Land beschreiben. Also solltet ihr vorher am besten mit jemandem reden, der sich damit auskennt. Ja. Es gibt nicht viele Leute, die es machen, aber wir hoffen, dass ihr da mitmacht. Kurzer Hinweis vielleicht nochmal, das war jemand, der am Uni-OONI-Projekt mitgearbeitet hat. Seid einfach vorsichtig bei dem, was ihr tut. Okay. Jake wollte gerade fragen, ob wir vielleicht einige Fragen kriegen können und sie draußen behandeln. Dispersed to the correct microphone. If you could just ask all your questions, then everyone else who's here that wants to hear the answers will know that you should stick around and talk to us afterwards. We won't answer all the Fragen gestellt und die Antworten kommen dann später. Aber die Leute, die an Fragen interessiert sind, können im Saal bleiben und dann die Antworten nachher bekommen. Come and find us right afterwards. We're going to probably go to the tea house upstairs. Wir werden uns vermutlich im Teehaus oben treffen. Also es ging jetzt nochmal darum, dass die Fragen alle hier direkt beantwortet werden sollten. Wir treffen uns später im Teehaus. Oben. Okay, also nur die Fragen, Antworten später. Wir nehmen jetzt noch weitere Fragen. Mikrofon 5. Was Robustheit angeht und die Mozilla-Partnerschaft, was ist damit mit der Idee, die C++-Infrastruktur mit etwas anderem zu ersetzen? Mikrofon 4. Könnt ihr Tor vergleichen mit JAP von der TU Dresden in Bezug auf Anonymität? Okay, nächster. Habt zu eurem Wissen jemand Schwierigkeiten bekommen beim Betrieb eines Non-Exit-Relays? Was könnt ihr dort für Hilfestellung geben? Okay, eine Frage oder Fragevorschlag für das für die Gelderfrage. Habt ihr mit Mozilla euch zusammengetan? Habt ihr jemals euch überlegt? Es gibt ein Problem, warum die meisten Leute nicht Kryptographie benutzen, ist, weil es gibt kein einfaches, out-of-the-box benutzbares Programm. Also irgendwie ein Marketing wie Apple oder so. Ein paar Minuten bevor der Talk startete, hat jemand einen Angriff auf Tor ausgeführt. Wir sollten das sehr schnell durchführen. Also bitte verschwindet nicht für die nächsten 3 Stunden. It never ends. It never ends. Es hört niemals auf. So, when they took down Silk Road, als sie Silk Road abschalteten, nahmen sie eine Menge Bitcoins mit. Und ich frage mich, was die Regierung mit einer großen Menge anonymisierter Cash tut. Sie versteigern das. Nächste Frage. Sie sollten es euch geben. Letzte Frage. Die missinformierten Journalisten sich zu wehren. Warum habt ihr nicht eine Art Dashboard, sehr prominent auf der Proto-Project-Website, die all die akademischen, offenen, bekannten Probleme nennen mit Tor, sodass die Journalisten dort immer zuerst hingehen, sondern als Informationsquelle anstatt Forschung zum Misszuverstehen? Any of these questions interesting and you're also interested in the answers, stick around, go to Noisy Square, speak to these two guys. Ja, wenn ihr also irgendwelche dieser Fragen interessant finden, geht zum Noisy Square. You can make a difference and thank you so much. For Roger, vielen Dank für Roger und Jake, wie jedes Jahr. Ja, und vielen Dank auch fürs Zuhören bei der Übersetzung. Ich hoffe, es hat euch.